Willkommen zurück bei New Super Mario Bros. U, meine lieben Freunde. Und ich möchte diesen Part beginnen, um mich recht herzlich zu bedanken. Ihr habt einen neuen Daumen-Hoch-Rekord beim ersten Part von New Super Mario Bros. U aufgestellt. 4000 hatte wirklich noch kein Video. Dafür ein großes Dankeschön. Und ich glaube, die Aufrufe sind auch nicht wirklich von schlechten Eltern. Und ich krieg hier die scheiß Pflanzen nicht down. Ich versuche mich... Oh nein. Okay, da kommt noch ein neuer. Ich versuche mich wirklich anzustrengen, um ein gutes Let's Play zu bieten. Und das freut mich natürlich umso mehr, wenn es euch so gefällt. Ja, hab mich jetzt hier beim Piranha-Kampf etwas doof angestellt. Aber was soll's. Wir haben dafür einen Stern bekommen. Bam! Die kommt wahrscheinlich immer wieder, oder? Zumindest mit der Zeit. Oh, ich sehe gerade im Inventar, das wird gar nicht auf ein Feld geschrieben, sondern man kann nur eine bestimmte Anzahl an Items tragen. Ich dachte, dann wird dann hier 2 Sterne, 2 Pilze. Nö, nö. Kannst nicht so viel mitnehmen. Aber auch das finde ich gut, weil somit kann man keine Items horten. Und das erhöht ja auch den Schwierigkeitsgrad. Wie sieht's aus im One-Up-Pilzhaus? Aus diesen Kanonen kommen gleich jede Menge Münzen und One-Ups geflogen. Du brauchst sie nur noch einzusammeln. Hast du am Ende mehr Ups als Bowser, wirst du mit 1 Ups belohnt. Okay. Wow. Holy shit. Ach so, okay. Die Bowser-Button darf man nicht berühren und die Ups eben schon. Oh, das ist gar nicht mal so leicht, aber das ist eine tolle neue Idee. Auch hier sieht man wieder die Innovation und ich glaube, ich verkack tatsächlich. Ja, nee, ist klar. Hey, komm. Ich glaube, ich habe nur Bowsers. Also, da war schon derbe Pech dabei, oder? Das darf doch nicht wahr sein. Damn. 2 Ups minus 50 Bowser. 2:2? Nur? Oh, nee. Epic Fail. Aber was soll's. Auch da bin ich eher froh. Wir haben schließlich jetzt schon 31 Ups. Doch, das finde ich gut. Also man hat sich neue Gedanken gemacht, was die Pilzhäuser und die Abhäuser angeht, das Inventar und auch die Zwischenbossgegner. Und jetzt kommt Lemmys Pendelfestung. Das erste Castle. Yay, darauf habe ich mich schon gefreut. Und ist da oben vielleicht etwas? Also zumindest komme ich hier hoch. Lol. Ja, hier sind Münzen. Interessant. Hier geht's aber nicht mehr weiter. Naja gut, haben wir ein Stück des Levels übersprungen. Man will ja schließlich alle Secrets herausfinden. Ja, erstes Darkhorn war kein Problem. Geh weg da. Yay, der Eichelpilz. Sehr schön. Der macht's mir hier natürlich auch einfacher, weil ich voll gechillt über die Lava gleiten kann. Aber Vorsicht. Wenn mich einer dieser Flammen erwischt, dann war's das. Dann ist der Eichelpilz weg. Und Flughörnchen Mario gegrillt. Würde aber wahrscheinlich nicht schlecht schmecken. Oh, jetzt schon die Halbzeit. Das verwundert mich ein wenig. Das war, glaube ich, die schnellste Halbzeit, die bisher in dem Spiel auftrat. Aber naja, okay. Es ist ja das erste Castle. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja jetzt erst in der ersten Welt und haben trotzdem jetzt schon so viel Innovation gesehen. Also, die erste Welt ist ja eigentlich immer ziemlich lame, aber ich bin zufrieden, doch. Bin wirklich zufrieden. Verpiss dich, Trocken. Ach ja, ich habe was rausgefunden. Und zwar, wenn ihr diese Plattformen machen wollt, obwohl ihr nur alleine spielt, dann müsst ihr das folgendermaßen tun. Ihr wählt halt einfach aus, dass 2 Spieler mitspielen. Beziehungsweise einer mit Remote und der andere mit Gamepad. Und dann spielt ihr ganz normal mit der Remote. Und falls es vonnöten ist, könnt ihr dann das Touchpad einfach in die Hand nehmen und euch Plattformen hinstellen. Und ich würde sagen, jetzt ist so ein Moment, wo das vielleicht keine schlechte Idee wäre. Ja, Jesus Christ! Ah, okay. Die war nicht so leicht. Huiuiui. Ohne Eichelpilz, glaube ich,
ist das nochmal um einiges schlimmer. Und seid mir nicht böse, wenn ich den Pilz trotzdem Eichelpilz nenne, auch wenn er jetzt wohl zur Super-Eichel umbenannt wurde. Ist ja im Endeffekt egal. Und wenn ihr zweideutig denkt, dann seid ihr die Perversen und nicht ich. Blaue Türen, wie schön. Da wird mir Lemmy gleich sympathischer. Hui, ja genau, das hat man schon im Trailer gesehen, dass hier die Schiffe so im Vordergrund fliegen und dann holt er nochmal so schön aus und man schießt sich dann auf das Schiff drauf. Das ist optisch natürlich geil. Noch geiler wäre es gewesen, wenn man hier halt nochmal eine Halbzeit gemacht hätte, also eine zweite. Und dass man dann auch das Schiff treffen muss, also dass man irgendwie mit dem Wii U Gamepad halt gut zielen muss. Wow, das war keine gute Idee, die Bombe anzuzünden. Und sich dann auf das Schiff drauf schießt. Würde es nochmal ein bisschen schwieriger machen und wenn man halt nicht trifft, ja, dann ist man tot. Man hat da die Halbzeit dafür, aber das wäre dann auch nochmal ein schöner Abvernichter. Ja, ja, ich sollte endlich bei Nintendo anfangen. Bam! Nein, 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 du kriegst mich nicht. Ich weiß schon ganz genau, dass du nach rechts kommst, wenn ich da stehe. Ja, also für den ersten Kampf ist das doch auch nicht schlecht. Huiuiuiui. Alter, die Riesenbombe her. Da haben wir in der Vergangenheit schon viel Lameres gesehen. Auch das war, glaube ich, ein guter, solider Abschluss für die erste Welt. Und Mario, was geht mit dir? Der Alte verprügelt das Luftschiff ohne Ende und jetzt stürzt er ab ins Wasser. Kabumm. Ist ja voll brutal hier. Gibt's denn sowas? Alle Sternmünzen im Eichenhain gesammelt. Wofür das wohl gut ist? Hoffentlich für eine Star World. Das wäre cool. Gespeichert. Im Übrigen... es gibt auch irgendwo eine Ansicht von den Starcoins, oder? Genau, hier. Auf Menü, dann auf Sternmünzen und dann sieht man im Eichenhain auf einen Blick, ob man überall die Starcoins hat. Dann hier die Spielerauswahl, kann man die Steuerung wechseln, Hauptmenü und zwischenspeichern. Das geht einmalig, wenn man dann aber ausmacht... Also es, wenn man es gespeichert hat, dann wieder die Datei auswählt und weiterspielt und dann ausmacht, dann ist der Speicher eben nicht mehr da und ihr fangt wieder an beim letzten Castle bzw. Tower. Also Vorsicht. Ja, ich denke, ich sollte euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir gehen jetzt in die zweite Welt. Ich wollte nur kurz gucken, ob der Yoshi wieder da ist, aber das ist er irgendwie nicht. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, aber bitte mit Spoiler markieren. Wie man den wiederbekommt. Und wir sind jetzt in der Sandkuchenwüste. Das sieht spektakulär aus. Sandkuchenwüste 1. Tal der Gesichtsfelsen. Was ich interessant finde, ist, dass... boah, sieht der geil aus. Dass, die Welten... wieder irgendwas mit Süßigkeiten zu tun hatten. Weil das war nämlich in Mario World auch so. Da gab's Vanilla Lake und sowas. Oder? Verwechsel ich das gerade mit Mario? Egal, auf jeden Fall gab's Vanilla Dom, eine Schokoinsel und so weiter und so fort. Das erinnert mich auch wieder an Mario World. Und man muss halt auch sagen, das Spiel bedient sich schon an einigen Mario World Elementen. Aber das ist ja nichts Schlechtes, weil Mario World war ein Top-Spiel und warum sollte man das nicht zurückholen? Ich glaube, diese Gegner heißen Squirrel oder im Deutschen Waddle Dee oder so. Oder vielleicht war beides Englisch. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das hier ein neuer Gegner und der hat halt manchmal einen Eichelpilz. Und wenn nicht, dann greift er einen an. Als hätte er selbst einen. Ist ja auch ein Flughörnchen, ist klar. Der hat dann auch die gleichen Fähigkeiten, kann sich genauso wie wir an den Wänden festhalten, kann sich genauso wie wir abstützen in der Luft, also hier gleiten und stoppen, während er gleitet, also Körpertäuschungen machen, aber das auch nur, wenn er vorher kurz den Boden berührt.
Hier, der hat zum Beispiel einen Eichelpilz. Wenn ich den jetzt umbringe, dann komme ich da ran. Wow, wow, nein, 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 nein. Und was ich auch noch nicht gesagt habe, ist, es gibt einen großen Nachteil von Eichelmario. Komme ich da so runter? Ja, geil. Sehr schön. Auch wieder ein tolles Secret. Auch wenn es nur ein paar Münzen sind. Ich freue mich über jedes Secret. Und Treibsand ist sehr, sehr stark. Ei, ei, ei. Und das sind Ammonitas. Seht ihr sie? So viele Ammonitas. Schön. Was wollte ich sagen? Genau. Es gibt einen großen Nachteil bei Flughörnchen Mario gegenüber dem Tanuki Mario. Der kann nämlich nicht aus dem Stand angreifen. Weil Tanuki Mario hat ja noch einen Schwanz gehabt. Und mit dem konnten wir... Aha. Dann eben... Gegner attackieren. Flughörnchen Mario ist sozusagen hilflos. Und das sieht doch irgendwie strange aus. Was ist denn hier drin? Hätte ich vielleicht den Koopa gebraucht? Na gut, das ist nur ein Up. Ich sollte jetzt nicht so viel Zeit verschwenden. Ihr kennt mich. Ich will alles sehen. Ich lasse mir Zeit. Aber wir haben keine Zeit. Wir sind schon wieder unter 200. Aha. Da ist was. Aber da ist offenbar was für Mini-Mario. Nee, doch nicht. Das sah nach einer Mini-Röhre aus. Aber es ist normale. Okay. Mit Flughörnchen komme ich da locker hoch. So, P-Switch aktivieren, abstützen und Starcoin Nummer 2 mitnehmen. Okay, lasst uns gehen. Wir sollten jetzt nicht so viele Münzen sammeln. Zeit wird immer knapper. Aber ja, was da drin ist, will ich auch noch wissen. Okay, da wäre ein Power-Up drin gewesen. Nicht zu lange auf der Sandfontäne stehen. Die hört irgendwann auf und dann gibt es ein böses Erwachen unterm Sand. Also diese Gesichtsfelsen, die kennt man auch schon aus, dem E3-Spiel. Weil ihr müsst wissen, das Spiel gab es ja schon auf der E3 anzutesten. Damals hieß das Spiel noch New Super Mario Bros. Mii, wegen den Miis. Da konnte man halt Miis spielen und das kann man ja... Jetzt auch immer noch. Das wurde ja nicht rausgenommen. Alter, was geht ab? Was ist denn hier los? Nein, nein, ich will nicht sterben. Wir sind noch nicht gestorben und es sollte auch so bleiben. Oh, war das knapp. Heieiei. Fahnenstange haben wir nicht erreicht, aber egal. Und wegen den Mies, ihr könnt sie nicht nur steuern, ihr müsst auch mal im Hintergrund achten. Manchmal sieht man die Mies irgendwo. Die verstecken sich dann, winken einem zu. So als kleine Easter Eggs. Und apropos Easter Egg. Ist das da ein Eis? Erdbeereis, Schlumpfeis und was ist das für ein Spinner? Oh Mama! Bin ich denn eine Mama? Oh nein, wie schrecklich! So ein Typ hat mein Zeugs gemobst und ist einfach verdammt abgehauen. Mario, du musst mir helfen. Dein Zeugs also? Was ist denn das für ein Spacko? Der hat immer voll gelitten. Kriegst du auf die Fresse! So geht es nicht. Das war mein absolutes Super-Mega-Lieblingsspielzeug. Und vielleicht werde ich es nicht mehr wiedersehen. Ich verstehe nicht, warum du noch hier rumstehst. Du Honk, mach schon, hilf mir. Er ist Richtung Eichenhain geflohen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Wenn du es mal echt eilig hast, spring einfach in eine dieser Röhren. Ach, das ist ja auch mal cool. Gut. Kann man durch die Welten switchen. Schön. Gut, früher war es komfortabler. Da musste man einfach nur einen Knopfdruck machen und dann konnte man die Welten auswählen. Aber ich finde, so ist es stylischer, oder? Kommt, gibt's so, ey. Am Anfang der Welt eine Röhre und dann kann man sich dahin ballern. Ich finde das besser. Und die paar Meter laufen. Ich bitte euch. Ihr bewegt euch doch eh nicht, ihr Gamer. Ja, ich weiß, ich bin auch einer. Und... Ich schlafe seit über 30 Stunden nicht. Okay, vergessen wir das. Fang Mopsy. Was für ein scheiß Name. Boah, ist der schnell. Bleib stehen, Alter. Jetzt hab ich dich. Okay, ist doch nicht so schwer. Aber in späteren Leveln könnte es schwer werden, weil ich glaube, der kommt öfters wieder. Mein Zeugs, tausend Dank. Hier, nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich bin mir sicher, dass es dir helfen wird. Oh. Was ist das? Das könnte so ein, Spezial-Eichenpilz sein. Der mit dem P. Das kennt man auch schon aus den alten Mario Bros-Teilen, vor allem Mario Bros. 3. Da gab es eben auch einen, Tanuki Mario, beziehungsweise ein Blatt mit einem P. Und dann konnte man unendlich fliegen. Wird das hier etwa auch so sein? Das ist halt dann ein Noob-Item.
Ich kann es euch jetzt noch nicht sagen, ich will es nämlich auch noch nicht einsetzen. Ich tippe mal, dass dieses Item relativ selten ist und ich will es halt jetzt nicht verschwenden. Sollten wir es mal brauchen, dann werdet ihr es schon sehen, was es bringt. Aber jetzt für den Moment bleibt es ein Geheimnis. So, nochmal das Bowser-Spielchen. Ach, fuck, jetzt gibt es zwei von denen. Ja, warte, ich habe nicht geguckt jetzt. Scheiße, ich weiß nicht, wo er ist. Also ich weiß, wo das ist, wo ich zuletzt drauf geguckt habe. Das kam jetzt alles so plötzlich. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ein Bowser oder ein Item, aber ich bin mir relativ sicher, dass hier ein Item ist. Okay. Und jetzt ist es echt random. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Fuck. Ich wollte zuerst den nehmen. Schade, hätte ich mich dafür doch entschieden. Egal. Dann haben wir eben nur einen Pilz. Man muss ja auch so denken, unser Inventar ist relativ voll. Wir sollten es langsam mal nutzen, oder? Ja, über die Hälfte ist voll. Also wenn wir mal klein sind und sterben sollten, was bis jetzt übrigens noch nicht passiert ist, wow. Dann, werde ich mir mal einen Pilz nehmen. Und nun eine Weggabelung. Wohin gehen wir? Wir gehen zu Sandkuchenwüste 2. Party in der Pocky-Höhle. Party! Yay! So, dann lass mich mal rein in die Party. Ab ins Getümmel. Oh, ist das cool hier. Schöne Beleuchtung. Was ist das? Ist doch gleich wieder ein Secret, oder? Laber nicht. Übrigens, sieht man eigentlich die Secret Exits auf der Levelkarte? Also sind die wieder so gekennzeichnet wie in Mario World? Ich kann mich jetzt nämlich nicht erinnern bei dem ersten Secret Exit, ob der irgendwie andersfarbig war. Aber ich glaube nicht, das wäre mir ja aufgefallen, ne? Hey, das macht irgendwelche komischen Geräusche, wenn ich den Pocky abballer, oder täusche ich mich? Nee. Das macht irgendwelche Geräusche, so pippe. Das gab es bisher auch noch nicht. Auch neu. Ja, es macht ja wahnsinnig viel Spaß, die abzufackeln. Aber ich sollte mich dann doch beeilen. Und ich glaube, das war der erste Pocky, den ich gesehen habe, der an einer Decke spaziert. Naja, da sieht man, die Gegner haben dazugelernt. Oh, First Star Coin. Ich muss da ran. Verpiss dich. Yes. Huiuiui. Ich gehe hier mal weiter. Ich will mich nicht mit euch abgeben. Ihr seid nicht so die besten Freunde von mir. Könnt ihr bestimmt verstehen. Und ich habe schon gesehen, da oben ist wieder was gewesen. Aber lass mal sehen. Wie komme ich denn da hoch? Aha. Wandsprung oder sowas in der Art brauche ich hier. Mit dem Eichelpilz wäre es halt einfach, ne? Aber den habe ich nicht. Vielleicht ist er aber hier in dem Fragezeichenblock. Nö. Ist er nicht. Wie soll ich das dann schaffen? Ach so, so schaffe ich das natürlich. Mit einem Invisible Block. Okay. Und da wird doch, ja, die zweite Starcoin sein. Gut versteckt. Ja, also ich denke schon, dass einige Starcoins relativ gut versteckt sein werden. Also bisher bin ich jetzt noch nicht so enttäuscht worden. Waren schon einige gute dabei. Hey Yoshi, das ist eine Überraschung. Hallo. Moment mal, wieso sind hier so viele Röhren? Wie kann ich eigentlich abspringen? Okay, auf ZL oder wie die Taste heißt. RZ, so heißt sie. Ist hier nichts? Ernsthaft? Sieht so verdächtig aus. Jetzt habe ich die Rechte nicht getestet, scheiße. Hä? Was ist nun los hier? Oh oh. Okay, da oben ist wieder was. Oder? Ja. Das war jetzt schon etwas besser versteckt als das davor. Aber es gibt nur Münzen hier. Und man kann eben einen kleinen Part überspringen. Oh, 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 oh. Lasst mich in Ruhe. Boah. Geil. Yoshi kann die nämlich in einem fressen, wenn sie ihre Blätter zeigen. Warte, jetzt. Bom, 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 bom. Und andernfalls... Eieiei. Okay, da war was. Eine Röhre. Yoshi ist weg, aber die positive Nachricht ist, ohne diesen Gegentreffer hätte ich wahrscheinlich nicht gesehen, dass da eine Röhre ist, weil da kurz das Licht aufgesprungen ist. So, und ich glaube, bin mir aber nicht 100% sicher, dass es auch neu ist, dass wenn man einen Pocky mit einer
Eisblume attackiert, dass die in alle Einzelteile zerfallen. Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass das schon mal so war. Und ich bin ein Vollidiot, weil da oben ist die dritte Starcoin. Und die kann ich jetzt nicht mehr bekommen. Das hab ich mir verkackt. Ohne Yoshi ist das nicht möglich, oder? Kann ich noch irgendwie ein bisschen tricksen? Nein. Verkackt. Die muss ich nachholen. Schade. Aber gut, wie gesagt, ohne den Gegentreffer hätte ich die Röhre erst gar nicht gesehen. What the fuck? Wie kann denn das Eis da fliegen? Naja. Physikalisches Wunder. So, nun lasst uns ganz schnell das Level beenden. Hätte ich jetzt in die andere Röhre gehen sollen, wäre das besser gewesen. Ja, bestimmt. Das probiere ich auch gleich aus. Die Starcoin holen wir uns nämlich jetzt gleich. Oh yeah, Mario Time. Wir sehen uns an der entsprechenden Stelle. Was ich auch noch ansprechen wollte, ist die Asynchronität des letzten Parts. Part 2 war nach einer Zeit um, ja, 1 bis 1,5 Sekunden asynchron. Das lag nicht an mir, sondern an YouTube. Die haben nämlich etwas länger fürs Verarbeiten von HD gebraucht und offenbar ist da was schief gegangen. Weil vorher, ich habe den Part nämlich live nochmal selbst angeguckt wegen der Beschreibung, war alles synchron, haben auch einige Abonnenten bestätigt, die damals den Part schon geguckt haben. Und dann wurde es leider asynchron. Das tut mir furchtbar leid, ich kann aber leider nichts dagegen tun. Das ist jetzt nicht mehr zu ändern, aber ab jetzt nehme ich ja ein paar Parts auf Vorrat auf und ich werde auf alle Fälle die Quali vorher prüfen, nichts abspeichern und so. Dass das auf keinen Fall mehr vorkommt. So, und da ist da doch nichts. Ich habe gedacht, da ist vielleicht was versteckt da oben, aber ist nicht so. Okay, falls euch der Part gefallen hat, könnt ihr mich und das Spiel mit einem Daumen hoch unterstützen. Vielleicht auch favorisieren, das liegt bei euch. Ich mache hier jetzt einen Cut, das war Part 3. Und nehme sofort Part 4 auf. Ich kann einfach nicht aufhören heute. Wann werde ich schlafen?